Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Tod im Werfer. Ihr wisst, mein ganzes Streaming-Setup ist gerade ein bisschen Murks. Und es liegt halt vor allem daran, dass ich hier einfach mal einen neuen Bildschirm habe in der Auflösung 21 zu 9, was euch quasi diese schwarzen Bildrahmen hier oben und unten zeigt an meiner Gaming-Aufnahme. Denn die habe ich dieses Mal auch in 21 zu 9 laufen. Weil ich euch heute gar nichts Wichtiges zeigen möchte, sondern eigentlich nur, überhaupt quasi ein Video mache, wo ich mehr erzähle über die Berufe in Legion. Und bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, wollte ich euch nur mal zeigen, wie das Ganze denn für mich aussieht, wie das bei mir aussieht. Ich habe natürlich, wenn ich selbst zocke, keine schwarzen Ränder. Es ist eigentlich an euch die Frage, ob ihr das Ganze so sehen wollt oder ein bisschen skaliert, also gezoomt. Dann seht ihr quasi ein bisschen weniger vom Bild. Mich natürlich genauso, aber halt vom Spielbild ein bisschen weniger. Und ich bin einfach gespannt, was ihr da sagt. Wahrscheinlich wird es einigen nicht so gefallen. Ja, kommt immer drauf an. Haut's einfach raus. Heute lasse ich es mal so für euch. Und möchte jetzt eigentlich schon auch zum wichtigen Thema kommen, und zwar die Berufe. Ich werde den ganzen Tag gefragt, Totemwerfer, was hast du für Berufe? Welche Berufe nutzt du? Welche Berufe sind am lukrativsten? Leute, Legion ist noch nicht mal da. Und meistens läuft es eigentlich in einem Add-on immer gleich. Welcher Beruf ist am Anfang am lukrativsten? Natürlich der Sammelberuf, denn niemand will farmen oder weniger Leute wollen farmen. Viele wollen schnell ihr Gear bekommen, schnell ihre Verzauberungen. Und daher werden die auch viel Gold im Auktionshaus investieren, um quasi ihre Berufe hochzukriegen. Ich denke, für Leute, die noch nicht allzu viel Gold haben oder kein allzu großes Risiko auch mit Spekulationen machen wollen, es ist für euch richtig. Macht Kräuterkunde, macht Bergbau, macht Kirschner, angelt, kein Plan. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, Bergbau wird eins der wichtigsten, eine der wichtigsten Materialien am Anfang. Wir haben einmal Schmied, wir haben Ingenieur und wir haben Juwelier, die alle auf dieselben Erze quasi zugreifen und die ihr benötigt. Das sind natürlich drei Berufe, bei denen wir Gold oder Gold machen können. Deshalb glaube ich, dass das noch richtig, richtig nice wird. Und man da am Anfang, ich sag mal, die ersten zwei Wochen könnt ihr damit sehr viel Gold machen. Ich werde es so machen, falls es euch interessiert, und das fragt ihr mich am öftesten. Ich werde einen Herstellungsberuf machen, sagen wir jetzt einfach mal Inschriftenkunde, so habe ich es auf meinem Totemwerfer, und einen Farmberuf, Kräuterkunde, der dazu passt. Wenn ich genügend Materialien habe, um meinen Inschriftenkundler quasi voll auszustatten und auch merke, die Preise gehen langsam runter im Auktionshaus, so dass es sich für mich wieder lohnt, das Ganze einzukaufen, werde ich einfach Kräuterkunde löschen und einen anderen Beruf wählen. Wahrscheinlich Alchemie oder Verzauberer. Warum Verzauberer, fragen sich jetzt viele, weil ich hatte bis jetzt immer Alchemie und damit auch sehr viel Gold gemacht. Ich denke, es ist an der Zeit, wo ich jetzt selbst für mich auch sagen muss, wir möchten mythisch raiden, wir möchten sehr weit vorne dabei sein, aus unserer Sicht. Also jetzt auf unserem Server werden wir nicht Server First oder sowas, aber wir wollen halt so viel tun, wie wir können. Und Alchemie, Alchemist kann ich halt auch auf einem anderen Char haben, denn da muss ich einfach nur schlichtweg ein bisschen farmen vor einem Raid und kann mir meine Flas selber machen. Beim Verzauberer sieht es ein bisschen anders aus. Ihr könntet jetzt sagen, okay, ich kann mir die Mats auch im AH kaufen und es dann auf meinen Totemwerfer schicken. Allerdings sind einige der Berufe, und das wollte ich euch auch sagen, vor allem die Berufsrezepte hinter Fraktionen versteckt, gerade die sehr lukrativen 3-Stern-Rezepte. Ich möchte euch das mal kurz zeigen, zumindest, dass ihr es gesehen habt. Und zwar gibt es ist schon mittlerweile implementiert, bei nicht erlernt seht ihr alles, was ihr noch nicht habt, halt auch die aktuellen Dinge. Und da gibt es zum Beispiel hier diese Vantus-Runen, die machen euch für eine Woche, geben die euch 1000 mehr Vielseitigkeit bei einem bestimmten Boss. Ist natürlich gerade im Raid nicht schlecht, ne? Und dann gibt es hier verschiedene Ränge, das sind die 3 Sterne. Die sind bei jedem Rezept ein bisschen anders, was die bringen. Rang 1 ist, er schafft eine Vantus-Rune für Alluriel die Zauberklinge, alles klar.
Rang 2 ist, verringert die erforderlichen Materialien zur Herstellung von den Vantus-Runen oder von der speziellen. Und Rang 3 verringert erheblich die erforderlichen Materialien zur Herstellung einer Vantus-Rune. Also, das ist quasi wirklich metzsparend. Das Ganze ist jetzt hier interessant beim Inschriftenkundler, noch viel interessanter für mich beim Verzauberer. Je mehr ich also quasi diese guten Rezepte habe, die wie gesagt teilweise hinter Ruf versteckt sind und natürlich hinter viel Verzaubern oder halt viel den Beruf ausnutzen, je mehr ich diese Rezepte habe, desto mehr spare ich nachher und desto günstiger kann ich die Sachen machen. Nicht nur für mich, auch kann ich mehr Gold im Aha machen. Denn wenn die Konkurrenz viel mehr zahlt, um das herzustellen, und ich viel weniger, kann ich allein dadurch schon Gold machen. Andererseits wird es später so sein, wenn du nicht die Stufe 3 erreicht hast, dann werden alle anderen viel günstiger anbieten können wie du und du hast ein Problem, dass du überhaupt was verkaufst kriegst, um quasi was lukrativ zu verkaufen. Also auf jeden Fall sehr wichtig die Berufe jetzt und vor allem, dass wir jedes Rezept, das wir verkaufen wollen und selbst brauchen, halt auf Stufe 3 kriegen. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf meine Situation, da ich raide, nehme ich natürlich oder wahrscheinlich Verzauberung auch auf meinem Main. Denn der wird am meisten Instanzen laufen und natürlich auch am meisten Quests machen, um Ruf zu farmen. Somit wird der immer am schnellsten alles haben und natürlich auch am meisten Gear haben, das er nicht braucht, was ich dann wieder entzaubern kann, um mich wieder verzaubern zu können. Also ein Kreislauf, der in einem Raid, in einer Raid-Situation einem sehr zugute kommen kann. Genauso wie ein Char. Zum Beispiel mache ich es gerne bei DDs nur als Beispiel, die ich auch gerne zocke und auch Instanzen mache. Mache ich gerne einen Farmberuf. Warum? Weil du während der Wartezeit auf diese Instanzen ein bisschen farmen kannst und somit halt auch deine Zeit nicht verschwendet wird, während du auf diese Instanz wartest, sondern du was zu tun hast. Darauf wollte ich auch bei vielen Leuten drauf kommen. Leute, diese Berufe, mittlerweile kann man eigentlich alle Berufe irgendwie oben haben. So habe ich es bis jetzt in den letzten zwei Add-ons gemacht, dass ich eigentlich jeden Beruf außer Schmied in meinem Fall hatte. Macht euch einfach mehrere Chars oder mehrere Berufe auf den Chars, verteilt sie, macht vielleicht Farmberufe am Anfang dazu, dass ihr nicht so goldabhängig seid vom Auktionshaus. Und ganz wichtig, macht es von eurer Situation abhängig. Viele haben mich, wie gesagt, gefragt, so, ey, was ist das Beste? Klar, Kürschner und Lederer kann sehr viel Gold geben, ist aber als Magier blöd, weil das bringt euch fast nichts. Genauso wie Stoffi und Verzauberer halt nicht so toll ist als Krieger. Verzauberer zwar schon, aber Stoffi halt an sich wieder nicht. Also versucht dann Gleichgewicht zu kriegen, inwiefern es sich auch für euch lohnen kann. Wenn ihr die Berufe nur zum Gold machen habt, bin ich schon immer der Meinung gewesen, dass Verzauberungen, Alchemie und früher Inschriftenkunde mit den vielen Glyphen, die, sage ich mal, Massenberufe waren. Denn da hat man quasi wenig Gold, also am Anfang sehr viel, aber da macht man mit allem viel Gold. Man hat weniger Gold gemacht, aber dafür die große Masse, was sich natürlich bei, wenn man viele Raid-Gruppen und PvP-Gruppen auf dem Server hat, sehr lohnen kann. Allerdings ist da die Konkurrenz auch immer ziemlich hoch. Anders dazu habe ich zum Beispiel mit dieses Add-on mit Lederer, Inschriftenkunde und lasst mich nicht lügen, noch irgendwas. Nee. Es war nur Lederer und Inschriftenkunde im Allgemeinen. Habe ich sehr viel Gold? Ah, doch klar, Alchemie, den alchemistischen Stein der Elemente oder wie der hieß. Habe ich sehr viel Gold gemacht in diesem Add-on. Einfach nur, weil diese Dinge einen gewissen, sag ich mal, Einsatz benötigen. In meinem Fall waren das immer 10 oder 15k Gold und nicht jeder bereitwillig dazu einstimmt, das zu machen. Natürlich waren auch da im ganzen Verlauf jetzt von einem Add-on, und das ist wichtig zum Verstehen, also in WoD waren die am Anfang sehr hoch, die Preise, und dann gingen die wieder runter, und jetzt erst kurz vor Ende waren sie wieder so, dass sich's gelohnt hat. Ich habe jedes Mal, bin ich mit aufgesprungen auf diesen Zug und habe daraus mein Gold gemacht. Und das ist wieder sowas, was ich euch mitteilen will und sagen will, Leute, das Gold, ihr macht's einfach nur, wenn ihr aktuell bleibt. Viele fragen immer, hey Totemwerfer, in deinem letzten Guide, du warst gar nicht so genau, du hast gar nicht so genau gesagt, wo es den Geist, wo es dieses Schädel des Krieges Schmuckstück gibt. Das gibt's bei der Inschriftenkunde. Ja, ich könnte euch auch jetzt quasi hier zeigen, Schädel des Krieges, Moment, wo haben wir denn die erlernt?
Hier, wenn ihr den gemacht habt, sind hier diese Aufwertungen, der Tarot, der große Tarot und der ganz große. Aber es bringt euch nichts, denn es ist nicht für euren Markt. Ihr müsst immer gucken, was ist denn eigentlich für meinen Markt? Ich kann euch hier erzählen, yeah, ich bin nämlich auf Blackmaus ein sehr großer Server. Ich habe heute 500 Verzauberungen verkauft, als Beispiel. Das ist jetzt nur mal so dahingesagt. Und dann kommt jemand von euch und sagt, okay, oh, das wird sich für mich lohnen, da würde ich am Tag 10.000 Gold machen, das reicht mir, mache ich. Und dann loggt er sich auf seinem Low-Server ein, wo nicht viel los ist oder wo vielleicht die Leute nicht so viel raiden etc. und macht kein Gold damit. Das ist Schwachsinn. Ich muss euch erzählen, wie ihr auf eure eigene Idee kommt und wie ihr eure eigene Idee macht. Und dann macht Sinn. Und deswegen wollte ich nochmal drauf zurückkommen auf die Berufe, weil ich wirklich oft gefragt wurde in den letzten Tagen, ja, was man da machen sollte. Ihr wisst jetzt, wie ich es mache. Ein Sammelberuf, ein Herstellungsberuf. Und wenn ich der Meinung bin, ich brauche ihn nicht mehr, vielleicht passiert es nie, vielleicht passiert es nach einer Woche, dann kicke ich den Sammelberuf weg und mache noch einen anderen Herstellungsberuf. Einfach, damit ich mit meinem Char hier genug Möglichkeiten habe, an Kohle zu kommen. Oft wird auch gefragt, das Item-Level, Totemwerfer, das Item-Level, Skill-Level, wie hoch muss der Skill sein? Du musst kein Skill von 700 haben, um Sachen herzustellen aus Legionen und auch nicht, um sie zu sammeln. Du brauchst theoretisch gar kein Skill. Also Skill 1 reicht, um anzufangen. Allerdings wurden diese World Quests und verschiedene andere Mats hinter, sagen wir mal, ein Skill Cap gelegt. Anscheinend kriegt man als Bergbauer zum Beispiel und als Kirschner und Kräuterkundler erst ab einem Skill von 300 so ein Spezialmat von den Material von den Nodes oder wie ihr sie nennt, halt von dem Bergbaudingern, wo ihr abbauen könnt oder von den kleinen Kräutern. Und deshalb würde ich auf jeden Fall versuchen, wenn ihr einen Farmberuf habt, versucht ihn vorher auf 300 mindestens zu pushen. Einfach so, es dauert auch nicht so lang, auf 300. Und wenn ihr einen Herstellungsberuf habt, ist es eigentlich Rain. Ihr müsst es nicht auf 700 skillen. Wie gesagt, auch da gibt es für die World Quest wieder so einen Freischaltungsteil. Aber ganz ehrlich, Leute, im aktuellen WoD ist es so leicht, jeden Beruf auf 700 zu kriegen. Deshalb empfehle ich euch einfach, macht's direkt. Skillt einfach auf 700 und sagt drauf geschissen, wegen den paar Gold und so. Nachher ist da irgendwas noch. Zum Beispiel gibt es verschiedene Mounts, wie vom Lederer, der hat einen Mount jetzt, was er herstellen kann für sich. Und das ist erst ab Skill Level 700 möglich. Das heißt, wer auf sowas steht und sowas natürlich unbedingt haben will und so, der beißt sich dann natürlich nachher in sein Popöchen, wenn er es nicht kriegen kann und wenn er es nicht haben darf. Also Leute, ich wollte euch mit diesem Video nicht verärgern und euch sagen, dass einfach nur sagen, dass ich euch zuhöre, dass ich es lese. Ihr wolltet wissen, was man für Berufe machen sollte. Es ist leider nicht so einfach, dass man sagt, macht vier Inschriftenkundler etc. Ganz interessant finde ich übrigens auch noch, gerade früher haben sehr viele mehrere Juweliere gehabt, nicht nur wegen dieser WoD-Quest in der Garnison, sondern auch wegen den Dailies, wo man quasi Spezialtaladide bekam, um mehr Steine herzustellen. Solche Dinge gibt es ja gar nicht mehr in Legion. Also diese Daily-CDs sind fast komplett weg. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Sachen, aber habe ich jetzt nicht genau geguckt. Was es einem wieder vereinfacht, dass ihr nicht fünfmal den gleichen Beruf nehmen könnt, sondern wirklich einzeln jeden Beruf abklappern könnt. Und das Schöne ist auch noch, es gibt richtige Quests dafür. Es gibt richtige Story hinter den Berufen. Dass man auch ein bisschen Spaß hat mit dem, was man macht und nicht einfach nur einen Knopf drückt. Das finde ich geil gemacht. Ich durfte es in der Beta schon anschauen. Ich freue mich mega auch auf den Juwelier, den ich auf jeden Fall auch mit irgendeinem Char hochskillen werde, weil das einfach richtig Laune macht. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst: nehmt einen Herstellungsberuf, einen Sammelberuf und droppt ihn später, wenn ihr das machen wollt. Des Weiteren würde es mich echt interessieren, was ihr zu dem Bild hinter mir sagt. Ich weiß, es wird nicht jedem gefallen und ihr müsst es einfach so sehen. Wenn man, wie ich, das Glück hat, oder wie ich jetzt das Glück hatte, dass man so einen Bildschirm bekommt, will man ihn auch schon nutzen. Ich finde es wunderschön, es macht riesig Spaß. Die Frage ist jetzt allerdings die, ja, ob ich lieber herangezoomt spielen will soll oder ob ich das Ganze so lasse mit den schwarzen Balken, Leute. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. Ich kann das ja einfach mal kurz hochskalieren. Ein bisschen. Bis der schwarze Rand komplett weg ist. Nur, dass ihr mal eine Idee kriegt, wie das aussehen könnte. So. Natürlich kann ich euch dann gewisse Merkmale, wie jetzt hier die Berufe, auch weiter ins Fenster ziehen, in die Mitte. Dafür gibt es gewisse Add-ons. Allerdings
ist natürlich die Spielsicht für euch ein bisschen anders eventuell, vielleicht auch nicht, vielleicht fällt es dem einen oder anderen jetzt gar nicht mehr auf, sagt, okay, Totem, eigentlich sieht es aus wie davor so, bis auf das jetzt hier das Teil an der Seite hier raushängt. Ich wollte es euch trotzdem mal sagen und finde es ganz interessant. Ja, ansonsten, Leute, ich freue mich mega auf Legion, bald geht's los und ich freue mich vor allem auch auf den Stream am 29. Ich glaube, das wird richtig cool. Ansonsten sage ich, haut doch mal rein, Leute, ciao.